Jo Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Rente Vito und heute bin ich hier in Berlin am Beuselmarkt beim Hamburger Großmarkt und der Abteilungsleiter Daniel wird mich hier heute mal richtig quälen. Daniel, schön, dass wir hier sein dürfen. Dass es geklappt hat. Ja, gerne, gerne. Freunde, uns erwartet eine Menge geiler Scheiß, aber das wird Daniel uns gleich alles im Detail erklären. Ich würde sagen, ich gehe erstmal rein und ziehe mich um. Richtig. Auf geht's. So, wo müssen wir jetzt hin? Du kannst mich umziehen. Du kannst dich gleich da rechts umziehen. Ja, Freunde, den Trick merke ich mir. Was wäre eigentlich so dein persönlicher Horrormoment, was die Aufgaben hier angeht? Also ich muss sagen, so ein Großmarkt, ich weiß echt nicht, was mich erwartet. So irgendwie so Rinderhälften durchtrennen oder sowas, das wäre eine ganz krasse Geschichte für mich. So irgendwie so Innereienabfälle oder sowas, so wenn es sowas gibt, ich weiß nicht, ob es sowas im modernen Markt noch gibt, so das wäre mega eklig, also da hätte ich echt gar keinen Bock drauf, muss ich sagen. Alles was mit Fisch ist, die Leute, die mich ja schon länger gucken, die wissen, ich hasse Fisch. So, also wenn die mich in die Fischabteilung bringen, bin ich auf jeden Fall richtig gefickt. Was gibt es noch? Irgendwie so Müllraum, Müllpresse oder sowas, das kennt man ja von MacGyver, wenn man da platt gedrückt wird, boah, mega Horror. Also wenn ich mich da reinstecken, ich glaube, dann gehe ich nach Hause. Und ja, ich habe mega Höhenangst dafür. So. Also wenn die mich irgendwie so hier so Regale einstapeln lassen oder sowas, boah, ich weiß nicht. Das wäre auf jeden Fall mega scheiße. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über Hamburger. Ich habe es ja jetzt schon echt oft gehört. So. Ich bin heute tatsächlich zum ersten Mal hier. Bin mega beeindruckt, muss ich sagen. Riesenmarkt, sehr schön, sehr modern, sehr sauber. Erzähl uns doch mal ein bisschen. Es ist riesig, wie du schon gesehen hast. Wir sind 13.500, 14.000 Quadratmeter, sind wir groß, haben über 66.000 Artikel. Boah, okay, das ist eine Ansage. Ich hoffe, ich musste nicht alle umrollen. Wir sind halt ein Großhandel für die Gastronomie. Also was ich persönlich jetzt sehr schön finde, hat nicht so viel mit dem Markt zu tun, aber es sind so kleine Details, die mir halt auffallen. Wir haben hier mitten im Eingangsbereich einen riesigen Baum stehen und da oben, hat mir Daniel gerade erzählt, sind extra Lampen, ich schätze mal, das sind so eine Metallhalogenlampen oder auf jeden Fall so eine Tageslichtlampen, die den Baum tatsächlich beleuchten, damit er wirklich hier einfach leben kann und wachsen und gedeihen kann. So, finde ich geil. Okay Vito, wir fangen jetzt bei Fisch an. Hygiene ist das Fisch. A und O. Richtig, Fisch. Hey Freunde, ich habe es euch gerade noch gesagt. Das war, glaube ich, gerade in meiner Top 5 oder Top 10 der Sachen, die ich auf keinen Fall machen möchte. Fisch, das war mir so klar gewesen. Das hast du ihm erzählt, oder? Ich fange damit an, du wirst gleich dort sauber machen. Wie gesagt, Hygiene ist das A und O bei, in der Abteilung. Und dann gehen wir da einfach mal rein jetzt. Gerade hast du gesagt, du hast voll keinen Bock auf Fisch. Und jetzt musst du Fisch machen. Ey Leute, ganz ehrlich. Fisch ist so ziemlich das Abgefuckteste, was man heute hätte mit mir machen können. Also allein wenn ich schon hier stehe, ja, also die meisten Leute würden sagen, oh, es duftet richtig gut, ja. Aber für mich ist es wirklich, ich hasse Fisch so krass. Oh, ihr habt mich richtig. Hallo Meister. Wir sind soweit. Wir sind soweit. Ja. Hat er die Schuhe dann? Ja. Okay. Ja. Er weiß, ich brauche Kondome für den jungen Mann. Also wir müssen alle dann da rein. Ja, kein Problem. Ey, Moment mal, wie Kondome? Ich dachte, ich soll hier putzen. Hier. Ja, doch. Ja, bitteschön. Wunderschön, nicht wahr? Und junge Mann. Er ist bereit. Kommen Sie rein. Ich weiß noch nicht so, ob ich will, aber. Nein, kommen Sie rein. Scheiße. Und Sie sehen, wir sind in der Fischabteilung. Ja. Das hier alles muss vereist, sehen Sie, um die Frische zu behalten. Es muss immer Eis drauf. Das werden wir noch später machen, aber wir müssen zuerst Müll entsorgen, dann an die Arbeit. Kommen Sie, wir gehen zusammen, Sie nehmen dann, so funktioniert das, ein bisschen hoch und dann langsam müssen Sie den komplett dann. Nicht so schnell, weil wir haben Kunden im Laden. Sie müssen nicht die Kunden dann überfahren, ja? Wir gehen dann hier lang. Immer lächeln. Mit Freude arbeiten. Ja, immer gucken. Und schauen links und rechts, ob ein Kunde kommt. Und auch Hallo sagen, ne? Nicht nur die Müll bringen, aber wenn du ein Kunde sitzt, muss man begrüßen, ja? Vorsicht, gucken Sie mal hinterher hin.
Hallo, guten Tag. Gut gemacht. Es ist unsere Lehrling. Okay, hier müssen wir dann einen Schlenker machen. Das hier müssen Sie mit der Hand. Wir haben verschiedene Mühlen. Hier kommt dann Folie und da kommt dann Pappe. Und dann müssen Sie die komplette Palette einzeln, jeden einzeln reintun. Aha. Und dann grüne Knopf dann drücken. Also nur einzeln, nicht alles auf einmal. Versuchen Sie einfach schmeißen. Ein bisschen Abstand. Nein, nicht schmeißen, aber so. Und ein bisschen Distanz. Ja, und dann grün. Und wenn man den grünen Knopf da. War ja klar, dass es nicht ganz reingeht. Genau. Macht Spaß. Genau, und dann gehen auch dazu. Ja. Jetzt können wir langsam dann die Styropor machen. Dann, ne? Ja, genau. So, wir gehen dann jetzt Kühlhaus putzen. Wir gehen beide Eiswagen holen und dann müssen wir alle Fische vereisen, damit die Frische noch bleibt, ne? Viel Eis. Und dann schneller arbeiten. Ja, sonst sind wir hier bis morgen früh. Ich müsste nach Hause, ich müsste auch nur sauber arbeiten. Ich müsste auch warm essen, ja? Ich müsste nicht kalt essen bei meiner Frau. Der erste Teil fertig und dann wir müssen gucken Sie mal, das Kühlhaus ist nicht so ein bisschen, aber wir müssen das nochmal aufwenden. Okay. Ja? Dann bringen Sie zurück und dann ich zeige Ihnen, wie Sie dann mit dem Schlauch den ganzen Kühlhaus sauber machen. Also wichtig ist natürlich nicht nur die Fische, die kommen, müssen gute Qualität, man muss vereisen, man muss auch den Raum, in dem man die Fische dann bewahrt, auch sauber machen. Es ist jeden Tag machen wir das. So überall. Und wenn Sie auf Eis kommen, müssen Sie ein bisschen Geduld haben, bis das geschmolzen hat. Ey, hör auf, ich wusste es. Ja. Und die Mühltonne noch auf. Ja. Und überall uns gelesen. Mal so gehen, sauber machen Sie mal. Gut, und dann die sauber. Ja. Lass ihn nicht vergessen. Hallo, guten Tag. Ey, du Blödsinn, oder? Jo, Freunde, wenn ihr denkt, ich bin hier am Arsch, was ihr nicht seht, hier drin ist es scheiße kalt und unser Media Director am Manikus ist hier in kurzen Hosen. Rücken gerade! Ich laufe wieder zurück, aber natürlich schön drehen, dass das guckt immer nicht, dass er wie in Afrika aussieht. Ne? Es muss doch sauber werden. Nicht doch 110 Jahre Handwerker, ne? Ja. Und ein Tag Vitro macht alles kaputt. Danke. Ja, hab ich sehr gut gemacht. Für den Anfang. Ich hoffe, dass wir lange dann zusammenarbeiten werden. Wow, danke. Ich würde sagen, das war jetzt genug mit Fisch. So, ich würde sagen, wir suchen jetzt Tanja und suchen uns die nächste Abteilung. Hauptsache nichts mehr mit Fisch, damit wir nicht durch für heute. Sein Arsch auf Grundeis geht. Ja, genau. Nee, nicht stapeln, sondern mit der Hand von der Palette, dass er die dann irgendwo reinstapelt nur. Okay, wir kommen dich mal besuchen. Okay, jetzt. Alles klar. Ciao. Ciao.
Du hast es ja meisterhaft da gerade alles sauber gemacht. Ja, meine Hände sind ein bisschen eingefroren. Schon ein bisschen eingefroren, ja. Das war noch warm im Gegensatz, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen jetzt in die TK-Abteilung. Okay. Dort braucht der Kollege deine Unterstützung. Ja, TK ist doch nicht so das Problem. Gehen wir. Na, gehen wir. Darf ich mich auch mal gleich warm anziehen, ne? Minus 20 Grad und so. Wie viel? Minus 20. Ist dein Ernst? Und das ist ja nicht so lustig. Wie viel waren jetzt gerade bei dir Fisch? Ich glaube, da waren wir bei 4 Grad. Ist dein Grad. Ernst? Scheiße. Aber Freunde, ihr wisst, unser Media Director, der hat eine kurze Hose an. Also egal, wo ich leide, egal, wo ich leide, leidet er mindestens doppelt so viel. Also minus 20 Grad ist echt eine Ansage. Ich meine, jeder, der mal wirklich harten Winter, ich glaube, davon hatten wir nicht viele in Berlin, erlebt hat mit minus 20 Grad, wenn man da mal 10 Minuten draußen ist, ich habe eine Jogginghose an. Normale Unterhose, keine langen Unterhosen oder Pampers oder so eine Scheiße. Ich muss da jetzt wirklich rein und da drin bleiben, bei minus 20 Grad. Wo ist mir eigentlich? Ich bin auch hier voll in die falsche Richtung. Draußen ist richtig warm in der Jacke. Schnell ab ins Kalte. Ja, wäre glaube ich gut. Also, ihr seht an meinem Atem, das ist nicht gelogen hiermit. Okay, auf geht's. Ja, der gute Mann hat nicht viel Zeit. Ehrlich gesagt, ich will hier auch gar nicht so lange chillen, Alter. Ich dampfe normalerweise auch. Im Winter bin ich wie so ein Super Saiyajin. Da habe ich auch immer so eine Wolke über mir. So. Die kleinen Kartons hier rein. Die großen fahre ich gleich da hinten hin. Ja. Jo, Daniel, sag mal, ich sehe irgendwie, jeder hat hier Handschuhe. Armanikus, zeig mal. Ja, krieg ich auch welche? Okay, Freunde, ganz ehrlich, wenn er schon kurze Hosen hat, gönne ich ihm die Handschuhe. Ich hab das auch so. Hat's bekommen. Endlich ist es hier gerade nicht Rente Vito, sondern Vito in Gefahr. Wir haben heute so eine Fusionsfolge gemacht, Alter. Ich bin schon voll benommen, Alter. Ich auch. Raus. Oh, meine Ohren. So, Freunde, wenn ihr euch nur gefragt habt, bei minus 20 Grad, welches Körperteil gibt als erstes auf? Nein, sind nicht eure Eier, sind die Ohren. Oh, die gehen ja nicht. AMK. Oh, ich spüre meine Hände nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr, Mann. Komm. Oh, fuck. Schneller. Hey, aber keine Fotzen jetzt. Ich spüre meine Hände nicht mehr. Alter. Ich kann nicht mehr, ich muss raus. Ich verschwör's, ich muss raus. Stell die Kamera hin. Na? Dann stell die Kamera hin. Oh. Jo, Freunde, ich hoffe, ihr seht das. Der Kameramann ist geflüchtet, aber der hat auch kurze Hosen, Mann. Okay, Freunde, also ihr seht, alle sind schon geflüchtet. Und ohne Scheiß, ich spüre meine Hände nicht mehr. Ich gebe auf. Nur kurz, hier ist gleich wieder warm. Weißt du? Ja. Jo, Freunde. Shit. Also, der Kameramann ist geflüchtet, alle sind geflüchtet. Ich kann euch sagen, ich spüre meinen Kick. Ich kann nicht mehr als so machen. Unsere Kamera ist eingefroren, ja. Es waren jetzt minus 20 bis minus 30 Grad und ohne Handschuhe und ohne Ohrschützer. Ich kann euch wirklich sagen, das waren bestimmt noch nicht mal 10 Minuten, die wir da drin waren. Alter, ich bin im Arsch. Also wirklich, diese Challenge, krass, mach ich nie wieder. Shit. Was hast du gesagt? Was machst du da? Ich schwöre euch, ich spüre wieder alles, aber der Zeigefinger, der ist gef***t. Oh, das tut richtig weh, Alter. Ich habe vorhin mit Vito gesprochen, was für Aufgaben er auf keinen Fall machen will. Und er hat mir gesagt, dass er richtig, richtig Schiss hat bei Sachen, die was mit Höhe zu tun haben. Meinst du, dass da irgendetwas am Start? Lass mich überlegen. Ja doch, wir können mit dem Stapel einmal bis ganz nach oben fahren. Aha. Da müssen wir nämlich, ich habe zwei Balken, die ausgetauscht werden müssen, querschräg. Da können wir ihn gleich einfach hoch katapultieren. Das klingt gut. Wie hoch? Ich glaube, wir sind dabei bei 6 Meter ungefähr. 6 Meter? Ja. Okay. Aber also, wenn du jetzt so hoch guckst, sieht es nicht hoch aus. Aber wenn du da oben bist, glaub mir mal. Ich war schon ein paar Mal oben. Mhm. Ja. Vor allem, wenn du Höhenangst hast, dann ist schon vorbei. Okay, okay. Let's go. Das Ding hat Sitzheizung, ne? Echt? Ja.
Fuß festhalten. Was machst du da? Wir haben eine neue Aufgabe für dich. Okay. Gar nicht Adler fahren, oder? Nee, du darfst gleich in den Korb hier. Und dann fahren wir dich bis nach ganz nach oben, weil da müssen zwei Streben ausgetauscht werden. Bei mir hat dein Vöglein getwittert, dass du die Höhe sehr magst. Deswegen dachte ich, tun wir dir mal diesen Gefallen. Nach da oben? Na, ganz nach oben, ja. Mit einer Leiter, oder was? Mit dem Stapler. Stell dich da vorne rauf. Der geht doch gar nicht so hoch, oder? Ist euer Ernst, Alter? Du Wichser hast dir das gesagt, Alter. Du kommst gleich wieder in den Kühlraum mit den kurzen Hosen, Alter. Folg uns. Scheiße. So hoch. Bis wie viel Kilo hält das Ding? Das hält bis zwei Personen. Guck mal hier rauf. Alter, ich bin doch schon zwei Personen. Jalla, komm rein. Diese Dinger, Querstreben, halten unsere Paletten. Und dann ganz oben wirst du jetzt den bitte austauschen. Den linken oder den rechten? Der rechte. Dann hier? Einfach rausnehmen, oder? Genau, die werden einfach raufgelegt. Wirst du schon sehen. Einmal einsteigen, bitte. Alter, das geht in der Bisse. Scheiße. Alter, es kippt schon um, wenn ich noch hier drin stehe. Oh. Oh. Kann der runterkippen? Oh. Scheiße. Alter! Hey! Oh. 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 Wir machen heute noch einen Dreh, nur noch in der Kältekammer. Drei Stunden mit deinen kurzen Hosen, Alter. Kannst du wieder runter? Oh. 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 So, mit dem kannst du heute nichts mehr anfangen. Das war's für heute mit dem, glaube ich, oder? Hallo? Ja, der ist tot. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Rente Vito. Und wie immer nicht vergessen, kommentieren, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ganz wichtig. Und so, wir gucken mal, wo wir dich parken.